Hallo meine lieben Kreativen, heute mit einem Hobby-Tag. Und zwar wurde ich von der lieben Christine getaggt. Der Tag heißt einfach nur Hobby-Tag und besteht aus 10 Fragen und die beantworte ich euch natürlich sehr gerne. Und jetzt die erste Frage. Was ist dein Lieblingshobby? Naja, wie schwer zu erkennen auf meinem Kanal. Mein Lieblingshobby ist natürlich das Basteln. Das mache ich leidenschaftlich gerne. Ich habe zwar sehr viele Hobbys, aber Basteln ist sicherlich eins der stärksten und ausgeprägtesten Hobbys bei mir. Dann geht es auch schon wieder weiter mit der Frage 2. Und zwar, wie bist du zu deinem Hobby gekommen? Das ist ganz einfach erklärt. Ich bin durch meinen Papa zu meinem Hobby gekommen. Und zwar, der hat es mir wahrscheinlich in die Wiege gelegt. Mein Papa ist selber so ein Hobbybastler und Hobbytüftler. Und das hat mich irgendwie durch meine ganze Kindheit geprägt. Egal, was wir gemacht haben, wir haben es gemeinsam gemacht. Andere haben zum Beispiel Barbiehäuser geschenkt bekommen und haben damit gespielt. Mein Papa hat sich die Zeit genommen, hat sich mit mir hingesetzt. Wir haben eine riesengroße Schachtel genommen, haben da Etagen reingebaut und haben eben ein Barbiehaus gestaltet. Wir haben mit kleinen Schachtelchen Tische gemacht und Stühle gemacht für die Barbiepuppen oder eben Betten oder auch aus einer Cornflakes-Schachtel dann einen Kleiderschrank für die Barbies und ja, so rundum alles gestaltet oder mit Naturmaterialien gearbeitet, wie zum Beispiel, das kennt ihr sicher, wenn man Mais trocknet und oben dann eben die Blätter, was da oben drauf sind, die haben wir dann so gebunden, dass wir da kleine Puppen draus gebastelt haben oder solche Sachen oder eben dann auch mit Tannenzapfen gesammelt und da Dekoration gemacht für die Mama oder so. Also da haben wir sehr, sehr viel gemacht. Und meine Mama häkelt und strickt sehr gerne. Die hat mir dann schon von klein auf wirklich für die Barbiepuppen irgendwelche Sachen gehäkelt und gestrickt und mir das gezeigt, wie das geht, dass ich selber nachmachen kann. Ja, da somit bin ich da immer vorbelastet gewesen irgendwie und ja, es ist mir anerzogen worden und für mich ist das Basteln oder das Kreativsein beschränkt sich ja nicht nur auf so Sachen wie jetzt zum Beispiel hier zu sehen, auf so Karten basteln oder auf Pocket Letter basteln oder irgendwas, wo ich schon vorgefertigte Materialien habe und damit dann arbeite und irgendetwas gestalte damit. Sondern für mich ist wirklich kreativ sein, aus etwas Handelsüblichen, was Zweck zu entfremden, sich etwas auszudenken, einfach kreativ umgestalten. Kreativ sein ist jetzt aber nicht immer nur verbunden, zumindest bei mir nicht, immer nur verbunden mit etwas Schönes gestalten, sondern auch etwas Praktisches gestalten. Natürlich kann man dann das Praktische auch wiederum verschönern, keine Frage. Aber ja, bei meinem Papa und mir hat es irgendwie nie ein Problem gegeben, das man nicht irgendwie auf kreative Weise lösen kann. Das fängt zum Beispiel jetzt hier an. Viele haben die Kamera, für die Kamera bzw. für das Handy, mit dem sie filmen, ein Stativ oder so. Bei mir ist das einfach nur eine Holzlatte, die ich in den Kasten geklemmt habe und eben so hingebastelt habe, dass ihr jetzt eben diese schöne Perspektive habt. Und die zeige ich euch jetzt, weil da bin ich auch oft gefragt worden, wie die denn aussieht. Jetzt dürft ihr einen Blick auf meinen Schreibtisch riskieren. Und zwar habe ich hier neben meinem Tisch ein Regal stehen. Da habe ich einfach eine Box drunter gestellt, wo ich die Laden aufbekommen kann. Und habe hier, wie ihr seht, einfach ein Brett eingezwickt und wieder eine Schachtel. Und von oben ist ja wieder das nächste Regalfach. Und das ist sowieso stabilisiert hier mit den Boxen, dass da nichts auf kann. Und hier eben das Gegengewicht.
Und von da geht einfach nur eine Holzlatte weg. Und da oben liegt dann eben das Handy drauf und filmt gerade nach unten. Und hier habe ich zum Beispiel dann auch zum Ausgleich, weil es nicht gerade war, mir hier einfach so ein 3D-Klebepad hingeklebt, wo es richtig schön aufliegen kann. Dass es da einfach drauf liegt und ja, das ist meine Kamerahaltung. Und nachdem mir das Brett sogar zu kurz war, wie man jetzt zum Beispiel hier genau sehen kann, es war mir zu kurz, wenn ich es dann hingesteckt habe, bin ich nicht schön in die Mitte vom Tisch gekommen. Jetzt habe ich einfach ein zweites Brett genommen, habe das mit einer Masche zusammengebunden, die zwei Bretter, dass das hält. Ja, und da liegt ihr eben drauf. Schwuppdiwupp. Platziere ich euch wieder. Und da liegt eben dann das Handy drauf und ich habe die schöne Perspektive. Ich kann hier links, rechts, überall durch. Ich stoße mir auch nicht den Kopf an und nichts. Es ist mir nichts im Weg. Also ich bin nicht eingeschränkt oder so. Denn ich habe mir einige Handyhalterungen angesehen und da war ich immer eingeschränkt, weil irgendwo ein Stativ in der Nähe war. Entweder man hat es von hinten oder man hat es von vorne oder es steht einfach irgendwo mitten auf dem Schreibtisch oder so und es stört laufend, weil man nicht zu gewissen Sachen hinkommt, wenn man an der Kamera dann rüttelt oder ankommt oder sonst irgendetwas. Und das wollte ich dann eben nicht. Das hat mich dann total gestört und dann habe ich mich eben hingesetzt und habe überlegt, na, was könnte ich jetzt da machen? Wie könnte ich das jetzt ändern und gestalten, damit das super schön funktioniert? Und sowas ist für mich auch einfach wirklich basteln und kreativ sein. Oder zum Beispiel, manche kaufen sich so einen kleinen Tischmülleimer. Für mich tut es einfach nur so eine Waschmittelbox. Die hat einen super Verschluss drauf und wie ihr gesehen habt, passt das genau hier unten drunter, unter meinen Schreibtisch. Und da kommt eben der kleine Mistzeug eben rein und ja, steht so auf meinem Tisch. Okay, die könnte ich noch verschönern. Ich gebe es zu, bei sowas bin ich dann wiederum zu faul. Da bin ich kreativ aktiv. Aber wenn es dann ans Verschönern geht, lasse ich es dann wieder bleiben. Könnte ich jetzt auch wirklich hergehen und das verschönern, aber naja, kommt vielleicht noch. Und ja, das ist eben, was für mich Basteln und kreativ sein bedeutet. Also wirklich nicht mit irgendwelchen Materialien, die man einfach vorgesetzt bekommt oder die man eben in Geschäften zu kaufen bekommt, sondern mit Dingen, die ich einfach zu Hause habe, irgendwas zu gestalten, ist für mich eigentlich der schönere Teil und das spiegelt sich auch wirklich in meiner ganzen Wohnung wieder. Also man findet in jeder Ecke irgendetwas, was ich mir zusammengebastelt habe und zweckentfremdet habe und so gestaltet habe, wie ich das eben für richtig halte. Ja, und wie gesagt, übernommen von meinem lieben, lieben Papa, der hat mir das alles beigebracht und dafür bin ich ihm wirklich sehr, sehr dankbar, dass er eben so ist, wie er ist. Und für mich ist er wirklich einfach das Wichtigste, was es eben irgendwie gibt. So, dann kommen wir zur nächsten Frage. Kaufst du lieber stationär, vor Ort oder online? Tja, ich würde viel lieber stationär bzw. vor Ort kaufen. Nur ist es hier bei uns in Österreich leider ein bisschen mager mit den ganzen Geschäften. Also, was mein Lieblingsgeschäft wäre, wäre wahrscheinlich der Action. Haben wir aber hier nicht. Somit bin ich dann beschränkt auf Teddy und Kick, was die Bastelsachen betrifft, oder eben dann Bastelladen. Haben wir hier auch zwar in der Nähe einen, aber erstens einmal sind die Preise ganz schön gepfeffert und zweitens ja, kommt es mir vor, als wären die irgendwie von vorgestern. Also man kann ja schon hier und da schöne Materialien finden, aber so was jetzt Ideen angeht oder so, oder neue Sachen, da sind sie irgendwie dann doch ein bisschen, ja, veraltet. Und da ist nicht wirklich viel da, was man so stationär kaufen könnte. Somit,
Ja. Bleibt mir leider dann doch nur das Online-Einkaufen primär für meine Sachen, wenn ich jetzt irgendwas haben möchte. Ja, dann geht's schon wieder zur nächsten Frage. Und zwar, was sind deine Lieblingsshops? Ja, das habe ich jetzt irgendwie schon vorher genannt. Sozusagen Teddy ist mein Lieblingsshop und online ist es dann wirklich zum Beispiel HSE24, da kaufe ich irrsinnig gerne ein, oder eben QVC, die haben wahnsinnig schöne Bastelsachen, oder zum Beispiel auch Amazon, da kaufe ich auch wahnsinnig gerne ein, jetzt was Sachen, Bastelsachen betrifft. Ansonsten, was gibt es da noch für Shops? Putinette, VSB, Ideen mit Herz. Was noch? Lasst mich kurz überlegen. Ja, es gibt so viele Shops, aber am meisten kaufe ich wirklich bei HSE und QVC jetzt mittlerweile ein. Mein QVC kenne ich jetzt leider noch nicht so lange, aber mitunter eins meiner Lieblingsshops. Der hat echt tolle Preise und ja, man bekommt auch wirklich viel für sein Geld und ich finde, es sind auch wahnsinnig schöne Sachen. Es sind eigentlich die ganzen Sachen von Ideen mit Herz, die dort vertrieben werden und da kann man wirklich super schöne Schnäppchen schlagen, wenn wieder die Angebotstage sind. Also da zahlt sich dann auf jeden Fall aus, dass man da hier und da schaut. Ja, dann kommen wir schon zur nächsten Frage. Und zwar Frage Nummer 5. Macht es dir was aus, gebrauchte Materialien für dein Hobby zu verwenden? Nein, natürlich nicht. Wie ich euch eben vorhin gesagt habe, ich zweckentfremde viele Sachen sehr gerne. Und mache dann irgendwie aus einem alltäglichen Gegenstand wieder ganz was anderes und verwende den auch. Wie zum Beispiel hier gebrauchte Materialien für mein Hobby. Diese Box zum Beispiel. Diese Box gab es bei uns vom gelieferten Essen, also vom Chinesen. Da war dann das gelieferte Essen drinnen. Die Box habe ich dann ausgewaschen und die passen super gut hier rein bei mir. Und ich verwende die auch und ich verwende zum Beispiel auch sehr gerne Schachteln, wenn ich so irgendwie was zum Verschenken habe oder zur Weihnachtszeit. Die sammle ich mir jetzt im Sommer zusammen und zu Weihnachten werden die dann verschenkt. Und zwar die ganzen Eisschachteln, also die Eskimo-Schachteln. Ja, einfach auswaschen, danach bemalen, bekleben, wie auch immer. Später dann eine Serviette reinlegen, ein paar Kekse dazu und schon Masche drauf gebunden und schon hat man ein kleines zuckersüßes Weihnachtsgeschenk, das man als Mitbringsel, wenn man irgendwo eingeladen ist oder so, mitnehmen könnte und einfach verschenken könnte. Oder eben auch diverse Gläser, seien das jetzt Nutella-Gläser oder so, kann man auch einfach ganz schnell als windlich gestalten. Ein paar Schleifen rundum gebunden, ausgemalt, hin und her kann man schon was reinstellen und das bebasteln und wirklich als alltäglichen Gebrauchsgegenstand, indem man zum Beispiel dann, weiß ich nicht, ins Bad hinstellt, unter Kämme reinmacht oder so. Da gibt es ja so viele verschiedene Möglichkeiten, wie man die Sachen dann eben, die verschönerten Sachen, verwenden kann. Also somit macht mir das natürlich überhaupt nichts aus, da gebrauchte Sachen zu verwenden. Ich denke mir, aus allem kann man irgendwas zaubern, egal was es ist. Man kann wirklich aus allem Möglichen, auch aus Müll, wie man so schön sagt, wie zum Beispiel den Ikea-Müll, ja, sind ja auch gebrauchte Gegenstände, wie das jetzt hier, was ich zum Beispiel hier habe, sind aus der Ikea-Abteilung die Bilderrahmenhalterungen, die liegen
so. Die sind in der Bilderabteilung beim IKEA. Hier sind die Bilder so drinnen reingestaffelt in ihrer Schachtel und präsentiert. Und wenn man sich diesen Müll eben mitnimmt, kann man sich, habe ich euch glaube ich in einem Video schon gezeigt, kann man sich mit den Teddyboxen, das ja bei Teddy gibt, diese Sortierboxen, also diese hier, kann man diese Sortierboxen, wenn man das jetzt so nimmt, hinten eine Pappe raufklebt, oben und unten eine Pappe hinklebt, kann man die wunderschön dann eben als Stapeltürme nehmen und sich da eben dann einen Stapelturm machen für diese Teddyboxen. Ja, also somit gebrauchtes Müll und kreatives. Das ist eben das räumliche Denken, von dem ich vorhin gesprochen habe. Etwas sehen und sich dann irgendwas drunter vorstellen können. Was könnte ich daraus machen? Das ist für mich Kreativität. So eine vorgefertigte Karte, wo ich ein Motiv habe und einen Stickerbogen. Und mir dann jemand sagt, okay, klappt das Papier in der Mitte zusammen, klatsch in der Mitte das 3D-Motiv rauf und klebt was rundherum auf. Klar brauche ich da auch einen Blick, was dazu passen könnte, wie ich es gestalten möchte. Aber das kann ja mein dreijähriger Neffe wahrscheinlich auch machen. Wie, somit ja, ist da nicht viel Kreativität dahinter. Klar sollte ich ein bisschen einen Blick dazu haben, was ich daraus machen könnte. Wie gestalte ich jetzt eine Karte? Passt das färblich zusammen oder nicht? Aber grundsätzlich sind das alles gekaufte Materialien, die ich schnell einfach wirklich für den Zweck vorgesehen habe und damit basteln kann. Und ja, bei dem anderen muss ich eben meine Vorstellungskraft, meine Kreativität wirklich zum Ausdruck bringen und die einfach schön gestalten. Ja, dann kommen wir schon zur nächsten Frage, und zwar Frage Nummer 6. Welche Vorteile hat dein Hobby? Ja, welche Vorteile hat mein Hobby? Mein Vorteil ist bestimmt, mir gehen die Geschenke nie aus. Ich habe immer genug Geschenke. Wenn ich jetzt auch mal einen Geburtstag vergesse, ein Jubiläum vergesse oder sonstiges, ich habe ruckzuck alles zu Hause, was ich dafür brauche, um irgendetwas Schönes gestalten. Wenn ich irgendwo eingeladen bin, kann ich ganz schnell ein kleines Mitbringsel zaubern und das für die Gastgeberin oder den Gastgeber eben dann überreichen. Da bin ich nie eingeschränkt. Das ist sicherlich ein großer, großer Vorteil, dass ich auch mit meinem kreativen Gestalten weniger Probleme habe, sage ich jetzt, als wie ein Otto-Normalverbraucher, der diese Kreativität nicht hat und sich wirklich dann durch diverse Shops suchen muss und wühlen muss, bis er irgendetwas Passendes findet, was er anwenden kann. Ich setze mich hin, überlege kurz, was könnte ich zweckentfremden, wie könnte ich es machen, und der andere sucht sich einen Wolf und zahlt dann vielleicht auch irgendwie teures Geld dafür. Wie wenn, ja, wenn ich jetzt zum Beispiel hier wieder auf meine Kamerahaltung zurückkomme, die eine gute Kamerahaltung fängt ja schon bei so 60 Euro an, was ich so gesehen habe. Ja, meine hat vielleicht, naja, eigentlich gar nichts, weil die Latte, die ich dir hier verwendet habe, war aus einem Lattenrost, aus einem alten Lattenrost, das hatte ich noch im Keller. Habe ich die genommen, ja, und die Sachen, die ich eben schon zu Hause gehabt habe, die Schachteln standen ja vorher schon da. Die habe ich ja nicht jetzt nur extra für das hingestellt, sondern die waren ja schon da. Also somit hat mich meine Handykamera, also Handykamerahaltung, so gut wie gar nichts gekostet. Ja, und das ist eben dann ein riesengroßer Vorteil, dass man sich eben einfach selber behilflich sein kann und ja, sich selber einfach weiterhelfen kann. Das ist sicherlich ein ganz, ganz großer Vorteil.
Und dann geht schon wieder zur Frage 7. Gibt es auch Nachteile? Wenn ja, welche? Tja, Nachteile gibt es bestimmt, und zwar einige. Und zwar ein ganz großer Nachteil ist, das Hobby ist relativ zeitaufwendig. Also wenn ich mich mal hinsetze und irgendwas bastle oder gestalte, verfliegt die Zeit im Nu. Also 3-4 Stunden sind dann sicherlich gleich mal weg, weil ich absolut ja alles rund um mich abschalte und mich wirklich dann nur auf mein Basteln konzentriere. Aber es ist dann auch wieder Seelenbalsam. Ich komme zur Ruhe, ich schalte wirklich ab. Ich denke nicht mehr drüber nach, über Probleme, über Sorgen oder sonstiges, sondern konzentriere mich eben auf mein Basteln. Und ja, es ist einfach Seelenbalsam. Aber ein Nachteil ist natürlich, dass dann alles rundherum irgendwie liegen bleibt. Die ganze Hausarbeit oder so geht dann natürlich schon die Zeit drauf, weil man hier beschäftigt ist mit eben dem kreativen Gestalten. Das ja, ist bestimmt ein Nachteil. Der nächste Nachteil ist auch, dass man ja irgendwie kaufsüchtig wird, weil man irgendwie das haben will und das haben will und hier haben will und jenes haben will und irgendwie alles haben will, was einem irgendwie nur einfällt. Ja, weil es eben so viele schöne Sachen gibt und so viele verschiedene Materialien gibt. Dann will man Stempel, dann will man Stempelkissen, dann will man irgendwelche Stifte, dann will man verschiedene Farben haben, dann will man Aquarellstifte haben, dann will man Karten haben, dann will man Sticker haben, dann will man 3D-Bögen haben, dann will man Blumen haben, dann will man Perlen haben, dann will man Embossing-Pulver haben, dann will man eine Big Shot haben, dann will man Standschablonen haben, dann will man verschiedenes Papier haben, dann will man Washi-Tape haben, dann will man Klebeband haben, dann will man verschiedene Papiere haben. Ja, und das zieht sich ins Unermessliche, man will einfach irgendwie alles haben und überall up-to-date sein, weil wenn ich mich hinsetze und anfange zu machen, dann will ich das und das und das und das einbauen. Und wenn ich es dann auch irgendwie, wie auf Facebook zum Beispiel, sehe, dann will ich das überall haben. Sei das jetzt dieses Glitzer-Washi-Tape oder sind das die 3D-Motive, da es ja auch unbegrenzte Möglichkeiten gibt. Alles, was ich irgendwie sehe, muss ich haben, will ich haben, brauche ich unbedingt. Ich glaube, ihr kennt das alles. Und das spiegelt sich dann natürlich auch im Geld wieder. Dass sich das eben dann niedersteckt im Portemonnaie, dass das am Monatsende dann ziemlich knapp ist. Was auch ein Nachteil ist, ist sicherlich auch der Platzmangel. Weil man dann eben in diesen Kaufrausch gerät, geht einem auch zeitig der Platz aus. Und ich glaube, alle Bastler stimmen mir da mit ein, man bekommt sofort Platzmangel und ja, weil wo verstaut man was, da wird die Wohnung, der Keller oder sonstiges sofort gleich mal viel, viel zu klein und man weiß nicht, ja, wohin damit. Ja, das ist sicherlich auch 100% ein Nachteil von dem Hobby. Ja, dann geht's schon zur nächsten Frage. Die nächste Frage war, wie kannst du anderen dein Hobby schmackhaft machen? Ja, wie kann ich anderen mein Hobby schmackhaft machen? Ganz einfach, indem ich ihnen immer wieder was schenke, was ich gemacht habe, ihnen das zeige, eben verschenke, indem sie es bei mir sehen oder hier auf YouTube, indem ich ihnen zeige, was ich gemacht habe, wie ich es gemacht habe. Und das Gleiche ist natürlich dann zu Hause auch, wenn dann irgendwelche dekorativen Sachen bei mir rumstehen.
in der Wohnung rumstehen, dann Freunde zu Besuch kommen oder auch die Familie und dann, na, wo hast denn das her, wo hast denn das gekauft, wie hast denn das gemacht und ja, das schaut ja klasse aus oder wo gibt's das zu kaufen und dann sage ich meistens, na, nirgends, das gibt's dann bei mir, ich habe das selber gemacht, ich habe das und das verwendet, ja, kannst du uns das auch machen, kommt dann meistens. Und klar, mache ich es ihnen dann natürlich gerne. Ich mache sehr gerne Sachen für andere. Ich will ja, dass die Sachen wirklich unter Leute kommen und mit den Sachen, dass jeder was anfangen kann damit. Dass die nicht einfach nur so, wie jetzt meine unzähligen Karten, in den ganzen Schachteln verstauben, sondern dass da wirklich jemand auch Freude daran hat, wenn ich die verschenke. Das ist mir sicherlich auch sehr, sehr wichtig. Ja, jetzt habe ich den Faden ein bisschen verloren. Das ist mir sicherlich wichtig, dass die auch Freude daran haben und dass meine Sachen wirklich auch gebraucht werden und nicht einfach irgendwo, ja, wie gesagt, rumliegen. Und somit mache ich es ihnen aber auch schmackhaft, dass sie dann selbst basteln anfangen. Am meisten dann natürlich die Nichten und Neffen. Ich habe einen kleinen Neffen, der hat mit mir auch sehr viel gebastelt und da kommen dann auch die Nachbarskinder immer her und ich setze mich dann mit denen hin und bastel mit denen irgendwas. Seien das Laternen oder eben dann Karten für die Mamas, die sich dann natürlich auch immer freuen, wenn sie was Gebasteltes bekommen und ja, die Kinder sind beschäftigt, ich habe meine Ruhe, habe zwar dann ein bisschen Unordnung, aber ja, die veranstalte ich ja selber auch. Also somit ist das nicht so tragisch, dass ich jetzt sage, okay, ja, könnte ich jetzt nicht damit leben, also ich mache es ja gerne. Somit Hobby schmackhaft machen. Ja, den Kindern muss man einfach wirklich was zeigen, die Kinder animieren, so wie es bei mir gemacht worden ist. Wirklich einfach nur aus einfachen Dingen irgendwas Schönes zu zaubern, ist sicherlich ein großer, großer Vorteil und so kann man es dann auch wieder weitergeben an die nächste Generation. Ja, dann kommen wir zur nächsten Frage. Und zwar präsentiere ein Werk deines Hobbys. Ja, wie ihr jetzt schon im Video gesehen habt, ich zeige euch schon die ganze Zeit irgendwie meine Werke. Sorry, und zwar hat sich meine Kamera verabschiedet gehabt, keine Ahnung, die war zu heiß oder so. Jetzt weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, wo ich gerade stehen geblieben bin. Ich glaube bei der Frage Nummer 9, und zwar präsentiere eins deiner Werke. Ja, ich zeige euch hier die ganze Zeit schon meine Karten, die ich gebastelt habe. Natürlich sind das nicht alle meine Werke. Und wie ihr sehen könnt, sprengt das auch den Rahmen, euch das hier alles wirklich zu zeigen. Ihr habt auch einiges in meinem Video gesehen, aber trotzdem möchte ich euch die jetzt auch mal schnell im Schnellverlauf noch fertig zeigen. Die habe ich alle wirklich angesammelt. Und nicht weiter verschenkt. Ich weiß nicht, ich habe es auch nie dran gedacht, die jetzt zu verkaufen oder so. Weil, ja, ich weiß nicht. Es sind irgendwie meine Babys, meine Schätze irgendwie verschenken. Okay, an Leute, die ich kenne, wo ich weiß, okay, die behandeln sie gut. Die schmeißen sie nicht gleich weg. Sie landen nicht irgendwo in dem Müll sofort und der Beschenkte denkt sich, oh Gott, was ist das? Was hat sie mir da mitgebracht? Sondern der hat wirklich Freude damit. Ja, wenn ich sie verkaufe, weiß ich nicht, was damit passiert. Und das tut mir dann irgendwie, ja, blöderweise weh. Ich weiß nicht, das ist irgendwie auch dumm. Aber ja, ist eigentlich so. Hier hätte ich jetzt auch noch, das zeige ich euch vielleicht ein anderes Mal, wird schon wieder irgendwo passen, wo ich euch das noch zeigen kann. Ja, meine Werke, wie ihr gesehen habt, waren das jetzt alles irgendwie Karten. Was ich dann noch bastle, sind zum Beispiel kleine Mini-Alben. Die machen mir irrsinnig Spaß.
Zum Beispiel hier habe ich jetzt das größte Album bis jetzt, was ich gemacht habe. Und zwar dieses hier, also ganz unspektakulär. Ein ganz unspektakuläres, es ist auch noch nicht wirklich fertig. Da möchte ich noch ein bisschen was machen, ist eben dieses. Dann so ganz kleine Mini-Alben, wie dieses jetzt zum Beispiel hier. Auf die kleinen Alben stehe ich richtig. Die mache ich aber auch erst seit kurzem eigentlich. Aber das macht mir momentan richtig Spaß, die zu gestalten und zu machen. Ja, das ist so mein momentaner Trend eigentlich mit den ganzen Mini-Alben. Hier habe ich ein Mini-Album gestaltet für den Pocketletter, was man dann in den Pocketletter reingeben kann. Und zwar dieses, die gehen super schnell, sind super schnell gebastelt und es macht wirklich einfach irrsinnig Spaß, die zu basteln und zu gestalten. Oder dann dieses, das ist jetzt eins von den fertigen. Ein paar habe ich natürlich schon verschenkt und da habe ich dann wirklich mit Motivkarton gearbeitet. Hier ist ein kleiner Tag drinnen. Ja, hier dann auch wieder ein kleiner Tag. Ja, das macht mir momentan irrsinnig Spaß, so wie gesagt, so kleine Mini-Alben. Wie zum Beispiel dieses hier, das finde ich richtig schön. Das ist eins meiner liebsten Alben bis jetzt. Ist so wie das kleine, nur ein bisschen größer und eben dann auch mit verschiedenen Tags, zum Beispiel hier unten einer oder hier zwei oberen und hier wieder mit Motivpapier, wo man dann was reinschreiben kann oder eben dann Fotos reinkleben kann. Dann dieses hier mit den Sternen. Auch einfach unspektakulär innen drinnen, aber so für Kleinigkeiten zum Reinschreiben oder so ein richtig schönes Büchlein. Oder dieses zum Beispiel gefällt mir auch besonders gut. Das ist auch schon fertig. Hier mit einem Tag drinnen, der nach oben und unten gezogen werden kann. Das ist diese hier. Dann hier eine Seite. Und ja, diese Alben lassen sich relativ schnell gestalten, die Grundgestaltung ist schnell gemacht und dann eben nur ein bisschen Motivpapier dazu, die Ränder distressed, da kann man was reinstecken und das Ganze dann eben in eine Hülle, so wie hier, und den Verschluss dazu gebastelt und schon hat man ja ein schönes kleines Album. Die mache ich momentan, wie gesagt, auch sehr gerne. Oder eben so ganz, ganz kleine Mini-Dinger. Die zeige ich euch allerdings in einem anderen Video, wie ich die gemacht habe. Das ist einfach wirklich aus dem Rest, aus dem Müll, wie man so schön sagt, von den ganzen Pocketlettern, habe ich dieses kleine Album gestaltet. Und die finde ich irrsinnig süß. Und hier auch mit speziellen Verschluss. Was das für ein Verschluss ist, das zeige ich euch, wie gesagt, dieses Video ist in Planung, dass das noch kommen soll. Oder eben dieses kleine Ding hier. Also das hat wirklich die Maße jetzt von 2 cm mal 1, 2, 3, 4, 2 mal 4 cm. Also richtig, richtig klein. Und hier die Banderole runterschieben. Habe ich hier ein kleines Album drinnen, beziehungsweise könnte ich da jetzt einen Spruch reinschreiben oder einen lieben Gruß oder so als Geschenksanhänger, dann werden diese kleinen Alben sicherlich wunderschön funktionieren. Oder eben auch hier ein bisschen ein größeres, das ist jetzt auch nicht von innen wirklich schön gestaltet, sondern direkt unspektakulär und ja. Das geht schnell, ist aus Papierresten schnell gezaubert, schnell gemacht. Das mache ich zurzeit zum Beispiel sehr viele davon. Aber auch sonst bewege ich mich in sehr vielen Sparten. Und
das zeige ich euch jetzt nach der Reihe. Wie zum Beispiel hier mit Farbe gewerkt. Das ist eine Vase. Die habe ich, glaube ich, beim Möbelix war das damals oder so. Also die hat jetzt schon einige Jahre auf dem Buckel. Habe ich die um 1-2 Euro gekauft. Für Weihnachten war das, glaube ich. Oder Ostern. Ah, ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Ostern, glaube ich. Bin ich dorthin und habe sicherlich so gute 10 bis 20 solche Vasen gekauft. Wie gesagt, 1-2 Euro haben die gekostet. Habe die dann eben farblich gestaltet und mit Stickern und mit Strasssteinen beklebt. Und habe sie dann eben verschenkt. Ich weiß wirklich nicht mehr, war es Ostern oder war es Weihnachten? Auf jeden Fall hat dann jeder so eine Vase bekommen. Von meinen Verwandten, Bekannten. Und dementsprechend, wie deren Wohnung eingerichtet war, so habe ich dann die Farben abgepasst und habe es dann eben verschenkt. Oder auch so Gläser, alle möglichen Gläser, die mir in die Hand fallen, habe ich damals verschönert oder eigentlich jetzt auch noch, eben mit den Farben gestaltet und mit verschiedenen Aufklebern und Stickern und Strasssteinen, wie zum Beispiel hier sind lauter Strasssteine aufgeklebt, habe ich alle möglichen Gläser umfunktioniert, umdekoriert. Egal welche das waren, wie zum Beispiel da war eine Kerze drinnen, die habe ich abbrennen lassen. Und ja, bevor sie schon abgebrannt ist, habe ich das gemacht und dann kommt eben mein Teelicht rein und wird dann aufgestellt. Und solche Gläser habe ich wirklich massenhaft in Massenproduktion gemacht. Ich war nämlich Kerzenberaterin und habe die dann eben an meine Gastgeber, meinen damaligen Gastgeber, auch sehr viel verschenkt. Und habe die immer mitgenommen, einfach so schöne Gläser und habe dann ein Teelicht rein und in Papier, in Zellophan eingepackt und oben eine Schleife drauf. Und es war ein schönes Mitbringsel oder auch bei anderen. Dann habe ich zum Beispiel auch Schmuck gemacht, wie zum Beispiel jetzt hier diese ganzen Ketten, hier mit Magnetverschluss. Die Kette hat hier quasi einen Magnetverschluss, der sich zusammenzieht. Solche Sachen habe ich gemacht. Ja. Ganz lange Ketten. Ich stehe unheimlich auf die langen Ketten. Aber dann auch natürlich kurze Ketten. Wie zum Beispiel jetzt hier eine kürzere. Oder so ganz einfache, feine filigrane Ketten. Oder dann eben auch diese hier zum Beispiel. Und zu den Ketten gab es dann natürlich auch Armbänder, die eben dann dazu gepasst haben. Oder ich habe mir zum Beispiel auch so eine Uhr als Rolling gekauft gehabt und habe hinten den nicht den Verband, eben die Schnur dahinter. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Dass eben rundherum ums Handgelenk geht. Habe ich dann selber noch gestaltet. Und habe mir da auch verschiedene gemacht, wie zum Beispiel dieses hier. Da hänge ich es dann einfach hier aus und hänge mir ein neues an. Und habe dann wieder eine neue Uhr quasi. Und habe mir da verschiedene Sachen dazu gestaltet. Das ist jetzt nur als ein Beispiel. Dann habe ich auch Ohrringe dazu gestaltet, natürlich, dass die dazu passen bei dem ganzen Schmuck. Da gibt es dann ganz viele verschiedene, die ich dann gemacht habe. Egal welche. Dann habe ich auch mit Schmuckkeramik gebastelt, habe diese Perlen zum Beispiel hier gemacht und dieses Armband, da habe ich auch einige davon und auch viele verschenkt. Ja, irgendwie ist das aber mit der Zeit so vergilbt. Ich weiß auch nicht, an was das so liegt. Ist es dann auch leider vergilbt. Oder so Anhänger habe ich gemacht, aus Schmuckkeramik. Also Schmuckkeramik ist, glaube ich, so ziemlich das gleiche wie das Fimo. Habe ich zum Beispiel diese hier gemacht. Da wird es dann durchgefädelt und liegt dann wirklich schön auf. Oder eben so diesen Anhänger. Da habe ich ganz viele Anhänger davon gestaltet.
diesen hier. Ja. Wie gesagt, dann verschiedene Ohrringe, die ihr hier sehen könnt. Die habe auch ich alle gemacht. Einfach mit Perlen rundherum. Ja, das habe ich alles gemacht. Also wie gesagt, Schmuck, Gläser, Schmuck. Ich schiebe das jetzt alles auf die Seite. Gläser, Schmuck. Dann auch zum Beispiel so Türkränze. Die sind jetzt mit Wattepads gemacht. Da ist einfach so ein Styroporkranz. Und mit Wattepads werden da reingestopft. Und dann eben ein bisschen mit Farbe. Und vorne dran ein paar Blümchen. Und ja, schon ist der Türkranz fertig. Kann man jetzt im Sommer, im Winter, wird er dann wahrscheinlich weiß mit ein paar Kugeln oder so werden. Jetzt ist der im Frühling. Und solche Sachen habe ich auch ungemein viele gestaltet und dann eben immer wieder verschenkt. Dann solche Sachen, einfach einen alten Koffer genommen, so einen Handarbeitskoffer, wo ich meine Sachen drin gehabt habe, habe den auch bemalt und beklebt. Das ist auch ein irrsinnig altes Werk. Ja, den habe ich, glaube ich, jetzt schon ja, gute 15 Jahre, wenn nicht länger. Dann natürlich Pocketletter in Hülle und Fülle, die ich selber gemacht habe. Da habe ich mich ja richtig anstecken lassen von den Pocketlettern und habe da irrsinnig viele schon getauscht. Ob im Mixmedia-Style oder einfach nur anderweitig gestaltet. Da habe ich sehr viele davon gemacht. Dann habe ich solche kleinen Schachteln gestaltet. In verschiedenen Größen und Motiven. Ob so eine Milchkartonschachtel und da auch von den Größen her variiert, kann man auch einfach nur ein kleines Kerzchen rein und verschenken. Kommt immer super gut an. Oder eben auch solche Boxen. Hier braucht man dann eben nur irgendwas einfüllen, zum Beispiel, keine Ahnung, Schokobons oder so, oder Tee oder sonstiges. Und ist auch ein liebes kleines Mitbringsel, ein lieber kleiner Gruß, ein kleines Geschenk. Kommt auch immer natürlich gut an. Hat sich schon wieder meine Kamera aufgehängt, sorry. Macht nichts, geht wieder weiter. Und zwar, was ich noch gemacht habe, jetzt neuerdings Mixed Media, das habt ihr ja schon gesehen in dem Video. Das habt ihr noch nicht gesehen, das war so mein erstes Mixed Media Projekt, was ich je gestaltet habe. Wobei ich dazu sagen muss, damals wusste ich gar nicht, dass es Mixed Media gibt. Beziehungsweise, dass das Mixed Media sein soll oder dass Mixed Media heißt. Und mir war damals einfach nur langweilig und hier habe ich einfach Küchenkrepp unten drunter verwendet und habe das mit Bastelleim angebracht, also nichts mit Strukturpaste, und habe dann eben eine Goldfarbe aufgeklebt, einen alten Pinsel, der mir eingetrocknet ist, raufgeklebt, ein paar Perlen und ja, paar verschiedene Perlen aufgeklebt und das war's und habe mir so ein kleines Bild gestaltet. Wie gesagt, damals war, ja, das ist jetzt sicher auch schon gute 10, 15 Jahre her, wo ich das gemacht habe. Damals war mir Mixed Media absolut kein Begriff, aber ich habe es einfach so gemacht, weil, ja, ist mir einfach gerade in den Sinn gekommen und ich habe einfach irgendwas gemacht. Ja, dann dieses Mixed Media Bild. Manche haben es vielleicht schon auf Facebook gesehen. Im Video habe ich es, glaube ich, noch nicht gezeigt. Dieses Mixed Media mit gestalteten Hintergrund schaut natürlich ein bisschen anders aus als wie das erste gestaltete. Ja, aber ja, es sind so Erinnerungsstücke. Oder dann eben dieses Mixed Media. Schaut auch wieder ganz anders aus. Habe ich auch gestaltet. Leinwände. Dann habe ich früher auch mit Serviettentechnik gearbeitet. Hier zum Beispiel auch so eine einfache Schachtel genommen, so eine weiße Pappschachtel, die rundherum bemalt und eben dann obendrauf auch wieder ein Design geklebt. Die habe ich auch verwendet als Geschenkschachteln zum Verschenken, Geschenk reingelegt und dann eben weitergegeben. Oder eben dann Serviettentechnik. Damit habe ich auch ganz, ganz, ganz viele Schachteln gemacht. Ja, einfach kleine Schachteln genommen und mit Servietten
Farbtechnik beklebt und bemalt und ja, beglittert und beglimmert. Oder eben auch auf Tellern oder irgendwelchen Flaschen, wie zum Beispiel hier so ein Blechteller war das. Da habe ich auch mit Serviettentechnik drauf und ausgemalt. Also der hat jetzt bestimmt auch ja, gute 15 Jahre auf dem Buckel, also ganz, ganz alte Werke. Vieles habe ich ja überhaupt nicht mehr und auch leider keine Fotos nicht, weil damals war es ja noch nicht so mit den Handys verbreitet, dass man da ganz schnell zickzack ein Foto gemacht hat, wie in der heutigen Zeit. Und ich habe dann eben vieles verschenkt und habe eben gar keine ja, Erinnerungen dann drauf gehabt. Ja, als nächstes gemalt habe ich auch viel, wie zum Beispiel dieses Bild jetzt. Das ist von mir ein gemaltes Werk, das ist gar nicht so lange aus. Da hatte ich wieder Lust, etwas zu malen. Und da ist eben dieses Bild dann entstanden dabei. Ein kleines viereckiges Bild. Oder eben auch dieses Bild. Ja, ich bin dann später selber drauf gekommen. Ich wollte so ja, ein bisschen künstlerisch sein und habe gedacht, so Wellen und so. Und jetzt schaut es eher aus, als würde das Meer irgendwie untergehen, weil ich es quer gemacht habe. Ich sollte das vielleicht hier wieder ausbessern und gerade machen. Aber ja, das merkt man dann eben einfach irgendwie später, dass man es ein bisschen verhunzt hat. Aber na gut, macht nichts. Macht nichts. Aus Fehlern lernt man und ja, es ist trotzdem Unikat, mein Werk. Damit kann ich leben. Oder eben auch dieses zum Beispiel gestaltet. Das habe ich auch selbst gemalt. Und zwar ist das der Blick aus meinem Balkon. Wenn ich von meinem Balkon rausschaue, habe ich genau dieses Bild vor Augen. Sprich die Wohnhäuser, also meine Nachbarn. Und dann in der Weite die Berge. Und dann eben einen ganz dunklen Abendhimmel mit bewölkten. Ja, habe ich gemalt. Dann bleibe ich gleich bei dem Gemalten. Ich habe früher sehr viel gemalt, auch in meiner Jugendzeit. Und das sind jetzt Werke aus meiner Jugendzeit. Wie zum Beispiel einfach so eine schwarze Rose, Black Rose. Oder eben dann auch in der Berufsschule. Ich habe Friseurin gelernt. Und da hatten wir natürlich das kreative Gestalten ebenso. Und da ging es eben um Frisurendesign und so. Und das war aus der ersten Berufsschule, ersten Klasse Berufsschule, mein Werk, meine Zeichnung. Also da steckt irrsinnig viel Arbeit, die Haare wirklich so zu gestalten. Ich habe dann noch irgendwo ein Bild, das wollte ich euch eigentlich unbedingt zeigen. Ich habe es aber nicht mehr gefunden, ich weiß nicht mehr, wo es ist. Da haben wir eine barocke Frisur gemalt mit so nach hinten ausgestreckten. Das war irgendwie mein bestes Werk. Da bin ich aber irrsinnige Stunden dran gesessen, die Haare richtig hinzubekommen. Also ich, seht ihr das? Da ist wirklich jedes einzelne Härchen selbst definiert. Die Locken ausgeprägt, dass man genau sieht, wo die Welle ist. Und ja, wie gesagt, habe ich sehr, sehr viel gemalt früher. Auch schon als kleines Kind. Dann das letzte, was ich euch dann gezeigt habe, war eben dann diese Lady Oscar. Die ist ja auch von mir gemalt worden. Dann das nächste Projekt, das kommt erst jetzt. Das werdet ihr noch näher sehen, wie man das macht. So eine Geschenkschachtel gemacht mit Mix Media. Die mag ich euch gar nicht näher zeigen. Oder ich habe auch kurze Zeit Kerzen gestaltet, Kerzenkunst gemacht und Kerzen verschönert. Ja, ich habe irgendwie so ziemlich alles gemacht, was man irgendwie machen könnte. Habe mich überall schon ausprobiert, also meiner Kreativität wurden nie Grenzen gesetzt und ich hoffe, das bleibt auch so, dass ich da nie irgendwie einen Punkt erreiche, wo ich sage, okay, jetzt nicht mehr. Es macht mir einfach wahnsinnig Spaß und es macht mich aus und es ist einfach ein Teil meiner Persönlichkeit, ja, meines eigenen Ichs. Da bin ich in meinem Element, da kann ich sein, so wie ich bin. Ja, ich bin auch, so blöd es klingt, wahrscheinlich auch ein Mensch, der gerne alleine ist.
war zwar nicht immer so, aber mittlerweile hat sich's wirklich so rausgespiegelt, dass ich wirklich gerne allein bin. Also für mich meine Zeit habe. Ich bin zwar auch gerne unter Menschen, nicht falsch verstehen. Ich bin gerne unter Menschen und begebe mich auch gerne raus und unternehme was oder so. Aber irgendwie am glücklichsten bin ich, wenn ich für mich alleine bin, irgendwas machen kann, irgendwas gestalten kann. Und ja, ist einfach meine Leidenschaft. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ja, dann kommen wir auch schon zur 10. Frage. Und zwar, wen taggst du weiter? Nachdem das Christine sehr, sehr viele schon getaggt hat, sie hat ja Unmengen an Leuten da rausgepickt und rausgetaggt, das waren sicher um die 20, 30 und sehr viele Kanäle dabei waren, die natürlich ich auch selbst kenne, habe ich mir dann wirklich die Mühe gemacht und geschaut, wen hat sie nicht erwähnt, wer könnte da jetzt noch dabei sein, den ich nicht habe, beziehungsweise den sie nicht hat. Und da ist mir dann aufgefallen, der liebe Sascha von Fashion Craft and Home, den würde ich gerne weiter taggen, der ist aus der Scraps-Gruppe raus, dem sein Werk würde ich gerne mal sehen, ich hoffe er macht mit. Dann die Steffi Crazy Unicorn würde ich auch gerne taggen. Dann die Ramona von Ramonas Kreativwerkstatt. Die hat auch einen eigenen Shop. Die würde ich auch gerne taggen. Dann die Romy. Romy Papierallerlei. Steht auch auf meiner Liste. Möchte ich auch gerne taggen. Dann die Daniela. Dekos Ideenreich. Die liebe Miriam von Paper Sky. Dann die Stephanie von Breads and Stamps. Würde ich auch noch gerne taggen. Und eine eigentlich für diesen Kreis unbekannte, und zwar die Red Sticky Tape. Ich mag ihren Kanal wirklich sehr. Sie hat mir damals beim Stempeln sehr geholfen. Die hat super tolle Tutorials und Erklärungsvideos, wo es um Stempel geht, beziehungsweise Stempelkissen. Wer welches verwendet wird und auch wie das Embossen funktioniert. Da habe ich mir sehr viel abgeschaut. Also die kann ich nur empfehlen. Top! Ja, ich hoffe, sie macht auch mit. Sie hat jetzt zwar schon lange kein Video mehr hochgeladen, aber vielleicht macht sie ja trotzdem dann noch mit. Und dann würde ich noch gerne die Uta taggen von, wie heißt der Kanal? Kiko Kanins Ideenreich. Kann das stimmen? Ich habe es jetzt leider nicht im Kopf, ich habe es jetzt hier auf der Liste auch mit stehen. Deren ihre Stimme mag ich ungemein. Ja, und deshalb möchte ich die auch weiter taggen. Und ich hoffe, ihr macht ganz, ganz, ganz brav mit. Und ich freue mich schon auf eure Videos. Ich schaue mir die ja immer gerne an. Und jetzt endlich zum Abschluss zu kommen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Tschüss!